Wer war eigentlich der erste König im geweihten Land? Offiziell, also in den Filmen und der Serie, erfahren wir dazu eigentlich gar nichts. Doch im Comic und im dazugehörigen Hörspiel Ein heller Stern wird behauptet, dass Mohatu der erste König war. Seine Regentschaft wurde von einer ziemlich starken Dürre geprägt. Und noch dazu gab es einen Löwen, der die Tiere nicht in das verbliebene Wasser lassen wollte. Daraufhin reiste Mohatu umher, um eine neue Wasserquelle zu finden, was ihm schließlich auch gelang. Und somit rettete er das geweihte Land. Mehr zu Mohatu findest du auf meinem YouTube-Kanal.